Heute ist ein guter Tag für den Umweltschutz, so zumindest bewährt es Bundesumweltministerin Lemke, das Ergebnis des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal. Dort haben sich die Teilnehmer nach rund 2 Wochen Verhandlungen auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Die rund 200 Staaten setzen sich unter anderem das Ziel, mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Außerdem wollen sie mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Wissenschaftsredakteurin der Tagesschau, Anja Martini. Ja, die Bundesumweltministerin, die wirkt ja ganz zufrieden. Wie ist die Abschlusserklärung dieser Konferenz denn zu bewerten? Also als der Präsident oder der Vorsitzende sozusagen gesagt hat, das Abkommen ist beschlossen, brach Jubel unter den Delegierten aus. Und das zeigt schon einiges, denn es drohte natürlich, dass dieses Abkommen auch hätte nicht zustande kommen können. Ganz viele Vereine haben gesagt, dass es eine sehr, sehr gute Abschlusserklärung sei. Der WWF zum Beispiel sagt, dass es jetzt ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für den Planeten sei. Gemeint sind die 30% Schutzflächen, die es bis 2030 geben soll. Es gab natürlich auch Kritik, dass zum Beispiel, also der NABU kritisierte zum Beispiel, die Welt rast in der Natur- und Klimakrise auf einen Abgrund zu. Doch statt entschieden zu bremsen, geht sie lediglich etwas vom Gas. Trotzdem, was sind aus Ihrer Sicht weitere wichtige Punkte dieser Einigung? Also das wichtigste Ziel ist wirklich, sind diese 30% Schutzflächen, Meeres- und Landflächen, die jetzt bis 2030 kommen sollen. Dann gibt es wirklich viel mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt. Und da sollen bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich für ärmere Länder bereitgestellt werden. Das sind die wirklich wichtigen Punkte. Anja Martini, vielen Dank. Gerne.